Wie ihr seht, ist das ein Kamerakran 2.0. Ich hatte schon mal in einem selber bauen Video einen Kamerakran gebaut. Der bestand aus einer Teleskopstange und war ja im Gegensatz zu diesem Kran etwas ja, anfälliger für Wacklungen bzw. nicht ganz so stabil. Wir gucken uns jetzt mal an, woraus dieser Kran gebaut ist und ja, viel Spaß. Dieses Stativ habe ich bei Just Music gekauft von der Hausmarke Just In und hat ca. 20 Euro gekostet und ist auf eine maximale Höhe von ja, vielleicht 1,50 bis 1,70 stellbar und hat eine maximale Tragkraft von ca. 20 Kilo. Das heißt, das reicht locker aus, um unseren Kran, unseren Aufbau zu tragen. Gut, auf diesem Stativ ist ein Flansch, auch von Just Music, auch für ca. 20 Euro. Und das Gute bei diesem Flansch ist, er hat schon eine Platte, sodass wir unsere Konstruktion auf diese Platte raufbauen konnten. Auf diesem Flansch befestigt ist hier ein Pfostenstützträger, wie auch immer man das nennt. Ich habe es im Baumarkt gefunden und es eignet sich perfekt, um unsere Achse hier festzumachen von unserer Richtlatte. Das heißt, wir haben hier unten einmal die Halterung und Befestigung für unsere untere Strebe und einmal die Halterung und Befestigung unserer oberen Strebe. Ja, das Ganze hält sehr gut und ist sehr stabil aufgebaut. Als Hauptachse unseres Krans habe ich eine Richtlatte benutzt. Das Ganze wird, glaube ich, benutzt, um, wenn man Boden verlegt, Estrich drauf macht oder so, das Ganze glatt zu streichen. Es ist 2 Meter lang, es gibt es auch in einer 3 Meter Ausführung, aber 2 Meter dachte ich, reicht erstmal, da unser Kran mit dieser Latte zusammen eine Maximalhöhe von 3 Meter erreicht. Alles Weitere kann man sich ja noch in die Länge dazu kaufen. Unsere untere Alustrebe ist ca. 8 mm dick und hält natürlich hier oben unsere Kamera in der Waage. Das Ganze ist hier befestigt auf unserem Pfostenstativpfeiler oder wie auch immer man das nennt, ich kenne den Begriff dafür nicht, mit einer dicken Schraube. Und dieser Kran wird gehalten von 2 ja, Zwingen quasi, sodass dieser Arm nicht hin und her verrutscht und so können wir den beliebig weiter nach links oder nach rechts versetzen. Hier hinten haben wir eine Tischbeinhalterung. Ja, Tischbeinhalterung oder es ist sogar ein Tischbein, relativ klein und dieser eignet sich perfekt, um die Gewichte darauf anzubringen. Ich habe jetzt hier 2 Kilo, wenn die Kamera gleich da vorne hängt, dann mache ich nochmal 2 Kilo rauf, sodass wir 4 Kilo haben und das Ganze wirklich smooth gleiten kann. Hier vorne haben wir noch eine Vierkant-Aluminiumstrebe angebracht. Diese hält quasi die Kamera auch in der Horizontale. Einmal mit dem Hauptarm befestigt und einmal mit dem Unterarm befestigt, sodass, wenn das Ganze hoch und runter geht, immer in der gleichen Position bleibt. Hier oben drauf haben wir einen Winkel angebracht. Dieser Winkel ist natürlich dafür da, dass wir die Kamera mit der Kopfplatte halten können bzw. befestigen können. Und ja, das Ganze hier, diese Alustrebe kostet 1 Meter Länge vielleicht 3 bis 4 Euro. Dieser Winkel kostet auch nochmal 2 Euro. Ja, die Schrauben insgesamt müsste man mal zusammenrechnen, kann ich euch unten einblenden. Hier oben drauf haben wir noch eine Kopfplatte, eine Kamerahalterung für ca. 20 Euro. Und das Gute an der ist, man kann sie rausfahren und reinfahren und hat 2 Befestigungspunkte. Das heißt, wenn man eine Kamera rauf tut mit einem Objektiv, das so schwer ist, dass es eine eigene Befestigung braucht, kann man dies hier auch schon befestigen. Die Gesamtmaterialkosten des Krans liegen jetzt ca. bei 110 bis 120 Euro. Ich werde das Ganze auch selber zum Verkauf anbieten über eBay oder über meine Homepage. Details sind in der Infobeschreibung. Und ich zeige euch einfach mal, wie toll und smooth der Kran nach oben und unten gleitet. Dazu habe ich hier hinten den Kran gesichert mit so einem kleinen Seil. Wenn ihr das kaufen werdet, werde ich dann natürlich ein besseres Seil anbringen. Das war jetzt erstmal nur zur Nothalterung quasi, damit das Ganze nicht nach unten oder nach oben kippt. Wenn ich jetzt hier das Seil abmache, werfe ich mal dahin, dann seht ihr, kann man den Kran ganz schön nach unten und nach oben führen. Und wie ihr seht, ist die Kopfplatte immer in der Horizontale, so muss das sein. Wir können hier natürlich auch den Flansch noch lösen und dann können wir das Ganze auch nach links oder nach rechts fahren und dann haben wir eine wirklich schöne und saubere Gleitbewegung in dem Ganzen. Ja. So muss das sein, so sieht das gut aus. Ich mache hier mal die Halterung wieder fest, denn jetzt schnalle ich die Kamera vorne drauf und ihr werdet mal sehen, was für tolle Fahrten wir damit machen können.